Wikipedia ist mittlerweile das Nachschlagewerk schlechthin. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Lexikon, bei dem ein Redaktionsteam die Informationen zusammenträgt und aufbereitet, können in diesem Online-Nachschlagewerk alle Personen mitarbeiten. Dadurch werden die Informationen natürlich immer aktuell gehalten und es kommen verschiedene Sichtweisen rein. Andererseits besteht natürlich auch eine gewisse Gefahr, dass sich falsche Informationen einschleichen, ob dies nun ganz bewusst geschieht als Missbrauch oder einfach aus Unwissenheit. Sowieso ist Wikipedia manchmal wirklich einfach zu kompliziert. Die Artikel sind nur bedingt brauchbar, zum Beispiel für einen Vortrag. Schauen wir mal den Beitrag für Andelfingen an. Du siehst hier oben rechts wäre das Bearbeiten-Symbol und sogleich könntest du loslegen. Allerdings im Prinzip eigentlich nur, wenn du angemeldet bist. Wenn du ohne Anmeldung weiterarbeiten möchtest, so wird einfach deine IP-Adresse gespeichert. Du kannst also keinen Mist reinschreiben, ohne dass das gemerkt wird und künftig würdest du dann gesperrt. Ich persönlich bevorzuge bei der Arbeit in Wikipedia die klassische Ansicht, also so wie sie auf dem Computer gezeigt wird, weil ich da neben dem Bearbeiten eben auch die Versionsgeschichte habe und sehe, wer was wann gemacht hat. Und hier kann ich beispielsweise eben auch verschiedene Versionen miteinander vergleichen. Hier sehe ich, was als letztes geändert wurde. Manche Wikipedia-Artikel können nicht ohne weiteres geändert werden, zum Beispiel der Artikel der Schweiz. Da wäre es natürlich blöd, wenn da irgendeiner dann reinschreibt, die Schweiz sei von Deutschland übernommen worden. Also bei heiklen Informationen oder bei Informationen, die große Bedeutung haben, da ist hier ein Riegel geschoben, da können nur registrierte Benutzer daran teilnehmen. Und zu guter Letzt noch, wird auch viel diskutiert, also du musst nicht unbedingt direkt reinschreiben, sondern du kannst auch eine Änderung anregen und das siehst du hier bei der Band U2 in der Diskussion. Ich habe hier wieder diese klassische Ansicht aktiviert. Hier wird sehr intensiv diskutiert, natürlich zwischen Fans und solchen, die eben nicht gerade begeistert sind und eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Band wollen. Zum Beispiel, soll jetzt die Religiosität der verschiedenen Mitglieder hier überhaupt erwähnt werden oder ist das Privatangelegenheit?